Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru aus meiner Mittagspause. Heute gibt es wieder was Neues von McDonald's und das hat mich selbst total überrascht. Und ich wusste gar nicht, dass heute am Montag schon wieder eine neue McDonald's-Aktion startet. Und der neue Burger ist der Big Southern California Burger. Und ich hoffe, ich habe ihn jetzt auch richtig ausgesprochen. Ich glaube, der heißt auch nur Southern California Burger. Und bitte entschuldigt meine englische Aussprache, die ist wirklich schrecklich. Zur Entschädigung für meine Aussprache und dieser Spontanität heute habe ich hier auch ein kleines, einfach mal einen Knutschmund an die Wand geklebt. Ein bisschen Deko muss ja auch sein, ihr Lieben. Ne? Ihr seht, der Junkfood-Guru hat sich ein bisschen was bestellt, ein bisschen was gegönnt heute. Erste Frage ist natürlich, es gibt wieder neue Cola-Gläser. Das Geheimnis lüften wir jetzt auf. Was für ein Cola-Glas habt ihr wohl bekommen? Ich habe ein wunderschönes Türkisblau bekommen. Sehr, sehr cool. Wie viele Cola-Gläser habt ihr eigentlich zu Hause von McDonald's? Ich glaube, die Hälfte meiner Gläser sind mittlerweile Cola-Gläser von McDonald's, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber macht auch Spaß. So, hier ist die Quittung dabei. Big California Beef. Ich weiß nicht, woher ich jetzt dieses Southern wieder genommen habe. Auf der Rechnung steht Big California Beef. Und alles Papier. Wir arbeiten uns zum Burger durch und die Verpackung sieht schon mal sensationell aus, ihr Lieben. Neuer Aktionsburger und hier steht sogar, bald gibt es sogar einen Big Florida Beach. Nein, Big Southern California war richtig. Big Southern California und so sieht der aus. Schaut mal, wie braun gebrannt der ist, dieses Bun. Da hat echt die Verpackung nicht zu viel versprochen. Auf diesem Burger befindet sich eine Western-Soße, eine Mojo Rojo oder Mojo Rojo. Also ihr kennt diese spanische Soße, Mojo Rojo Soße. Bacon ist drauf, Röstzwiebeln sind drauf, rote Zwiebeln sind drauf, die habe ich runtergenommen. Und das Spannende ist halt die Kombi aus der Western-Soße und der Mojo Rojo Soße. Entschuldigt die Aussprache. Aber dafür könnt ihr den Burger jetzt schon mal hier mit mir zusammen im Anblick genießen. Und ich mache noch mal kurz eine Großaufnahme, bevor ich reinbeiße, ihr Lieben. Und wir nehmen den Burger auseinander. Ah, Röstzwiebeln, ich liebe sie. Das muss diese Mojo Rojo Soße sein. Käse ist drauf, saftiges Rindfleisch und Westernsoße und Bacon und Salat. Yummy! Und jetzt wird mal reingebissen, ihr Lieben. Das schafft auch nur der Junkfood-Guru, oder? Am ersten Bissen total das Gesicht verschmiert mit Western-Soße. Aber McDonald's denkt mit und ich habe auch eine Serviette gefunden. Kauen und genießen, Herr Guru. Ich beiße jetzt mal ein bisschen in den Burger rein, esse den. Dazu mache ich die Beschleunigung gleich an. So, ihr Lieben, die Western-Soße ist wirklich sehr intensiv im Geschmack und mit dem Bacon schmeckt es einfach wie ein klassischer McDonald's-Burger, also nicht so besonders. Von der Mojo Rojo, oh mein Gott, bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn man das richtig ausspricht, schmecke ich nicht besonders viel. Das soll ja so ein bisschen so eine fruchtige Soße sein, da habe ich jetzt nichts von geschmeckt. Man schmeckt den Käse ganz gut raus, die Röstzwiebeln und den Bacon. Der Burger wird komplett dominiert durch die Western-Soße und den Bacon-Geschmack. Ist solide, ist ganz lecker, ist jetzt nichts Besonderes, nicht besonders kreativ. Aber er schmeckt mir tatsächlich sehr gut und wird mich auch gut sättigen in der Mittagspause. Ein Burger hat ca. 869 Kalorien, Nährwerte gibt es auch noch am Ende und kann aktuell ich würde ihn immer im Menü bestellen, hat man das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ihr Lieben. Und ich gebe dem auf einer Skala von 1 bis 10, ja, 8 Punkte. 8 solide Punkte, ist wirklich ein solider Burger. Kreativ ist er jetzt nicht gerade, da wird er 5 Punkte auf der Kreativitätsskala bekommen. Aber er ist auch wirklich lecker, deswegen 8 Punkte. Macht satt, lohnt sich, macht mich wirklich satt. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!